Sie glauben es nicht, aber in Madagaskar gibt es ganz herrliche Schoki. Schoki wird seit Generationen hergestellt von verschiedenen Betrieben. Der bekannteste ist die Schokolaterie Robert, wo in Tana als Familienbetrieb Schoki und verschiedene andere Produkte in diesem Sektor herstellt und etwas vom Herrlichsten macht, was Madagaskar zu bieten hat, nämlich richtig gute Schoki. Dazu verarbeiten sie Produkte, verarbeiten, die im Land selber wachsen, also der Kakao, der im Norden wächst, in der Region von Ambanza. Ambanza ist in der Nähe, ist südlich von Diego. Und dort kann man auch die Plantagen anschauen. Der Kakaofrucht selber ist so wie ein kleiner Rugbybau ungefähr. Ist nicht wahnsinnig attraktiv anzuschauen, aber was drin rauskommt und nach der Verarbeitung sich entwickelt, ist etwas von Kakao-Qualität, was die Welt zwischen kaum kann bieten. Also tun Sie mal ein Schoki probieren oder ein Dessert mit Schoki probieren oder sogar so einen von diesen kleinen Familienbetrieben besuchen, die Schoki herstellen.